habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Und heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein besonderer Tag. Ich weiß schon langsam nicht mehr, wie ich sagen soll, aber ihr sauft's doch. Ja, aber erst ab Mittag. Wir sind jetzt 20.000. Und alle so... Ich hab mir gedacht, heute ist mal total geschissen auf alle üblichen How-To-Prinzipien. Möge der Blödschiss niemals enden und darum muss Zeit. How-To-Eierzeig. 20.000er Spezial! Lecker, was waren das für Ton? Ja! Bin ein bisschen heiser, aber das hilft eh nicht. Wenn sie jetzt irgendjemand beim Tandyboxen zerrissen hat, dann, das war schon so. So, mit Eierzeig sind die oft geistreichen, aber auch manchmal etwas weniger geistreichen Kommentare für weitere How-To-Vorschläge gemeint. Und da, ja, hab ich euch halt einfach einmal ein paar ausgezogen. Fangen wir an mit dem Gregor im Hals. Da machen wir mal ein How-To-Bayerischer Wortschatz. Das ist gar nicht so tragisch, wie du meinst. Jetzt pass obacht. Phase 1. Wirklich wichtig ist bloß ha, Alter und passt schon. Und ob du es glaubst oder nicht, mehr braucht's nicht. Glaubst nicht? Dann probier's aus. So, wen haben wir da noch? Raffi Riedlmeier. How to Bratwurst, bitte. Smiley, 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 smiley. Okay, gut. Aber bloß, weil es eigentlich nicht mehr geheißen. Und die, auch wenn man es nicht glaubt, auch irgendwo irgendwie eine Daseinsberechtigung haben. Fangen wir mit Phase 1. Box dein Telefongerätschaft. Rufst Auskunft an und lass dir schnell die Nummer vom Hönesul gehen. Phase 2. Rufst den Hönesul an, bestellst dir irgendwas zwischen 2 und 44 Paletten Bratwurst bei ihm, weil mit dem Geld hat er so eh nicht so. Da freut er sich der Ul. Und in Phase 3 gehen wir natürlich her, nimmst deine Bratwurst, machst das mir mit der Gasmaß und schmeißt das weg und frisst gefälligst Weißwurst. Gutzifix! Hat denn überhaupt keiner aufpasst, was ich die letzten 6 Monate verzeiht hab? Gehen wir lieber weiter zum nächsten. Der Herr Andreas Kingel, Kingel, Kingel. Egal. How to Blätschmerz. Herzl, sau lustig. Phase, egal. Okay, das muss gelungen. Das waren die geistreichsten 6 Sekunden meines Lebens. Okay, gehen wir lieber zum Second to You, bevor er überhaupt irgendjemand checkt, was jetzt gerade passiert ist. Morbe, how to Brezen. Brezen, das ist gut. Phase 1, die wichtigste Regel. Brezen kannst du überall dazu fressen. Du kannst sogar Brezen zu Brezen dazu essen, wenn es pressiert, ohne dass das irgendwie komisch ist. Phase 2, Brezen ist ein Brezen und kein Brezel, Brezel oder Brezel oder sonst Steps, was ich da alles für einen Schmarrn gelesen und gehört habe. Phase 3 ist jetzt auch gar nicht so unwichtig. Sag einmal ein paar Mal laut das Wort Brezen und denk einmal bewusst drüber nach, was für unfassbar geiles und gleichzeitig seltsames Wort das eigentlich ist. Brezen. 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 Fast so lustig wie Petersilie. Machen wir lieber weiter mit Florian N. How to Mimato zu verhören von Smiley. Also, wenn es einmal vorkommen kann, dass ihr nichts Sinnvolles lernt bei mir. Aber Phase 1. Ernsthaft, man fährt nicht besoffen, ist voll deppen. Phase 2. Ein Taxi, morgen gepflegten 50er kosten. Die Einzelteile von dir und deinen Spätzeln aber von der Autobahn runterkratzen, kostet vermutlich um ein Vielfaches mehr. Phase 3. Nochmal ernsthaft, machst beim Furt gern Fahrer. Hast eigentlich, bevor du einsteigst, schon verschissen und verloren und kehrst daheim lassen. Wie der Rest dann zum Fessel kommt, das ist dann den eine Sache. Schauen wir lieber, was der Simon Dipplinger schreibt. Kannst du mal ein Art Döner machen? Phase 1. Du lässt den Döner immer, wirklich immer, vorher von jemandem probieren, der eine Spermaallergie hat. Phase 2. Du so, hä, was? Und ich so, hast du schon richtig gehört? Kriegt derjenige Samenallergiker von Phase 1. Raude Punkterl in der Fotzen. Lasst Finger davon. True Story, Bro. Und Phase 3? Ganz wichtig, ja, immer, wirklich, immer viel scharf. Der nächste ist der Jonas Müller. Wie weiß ich noch, Müller, how to Erdäpfel heißt. Das ist leicht. Phase 1, zur Vorbereitung holst du ein Händ voll Äpfel, ein Händ voll Erden und zwei Scheiben Scheiblettengas. Phase 2, legen wir alle Zutaten mit ganz viel Liebe in eine Schüssel unseres Vertrauens. Und in Phase 3, tada, ein Erdäpfel-Kass. So ein Schwachsinn, ich glaube, das schneide ich aus. Ja, okay, draufgeschissen, irgendjemand ist schon gerade so besoffen, dass er Luft drüber. Weiter geht's. Hörst Günther. How to fahren, aber ist wichtig. Die ist tatsächlich wichtig, aber auch genauso einfach. Phase 1. Irgendwer holt von irgendwo hauptsächlich irgendwer fahren, dann wird gesuffen. Phase 2. Irgendwer fuchtelt dann irgendwo irgendwie um die Fahne rundum, dann
wird gesuffen. Und in Phase 3, richtig, dann wird gesuffen. Seien wir uns doch ehrlich, als hätte jemals irgendwer irgendwas anders mitgekriegt außer Saufen. Der Julian Hösel schreibt, machen wir mal zu Biergarten, damit die Sauberessen nicht die gemütliche Atmosphäre stören. Okay, fangen wir mit Phase 1. Nimmst ein Bier, gehst raus und schützt das in den Garten. Tada, Biergarten. Phase 2. Dann gibst du selber einen Bogfotzen, weil du das Bier verschüttet hast. Du Saudepp, du Trauriger. Phase 3. Ja, okay. Phase 3. Ja, okay. Ich höre schon auf mit dem Scheißdreck. Das behandelt man dann im Sommer ein bisschen genauer. So, und dann haben wir am Schluss da einen Lucke Holzner. Da machen wir harte Flur. Das kommt bei uns in Bayern eigentlich voll ganz von selber, aber probieren wir es. Phase 1. Irgendwer muss sich auf alle Fälle mal irgendwie blöd anstellen. Oder es muss irgendwas irgendwie anders hinhauen wie geplant. In Phase 2. Furchtbar fei. Luft rein. Und dann kommt Phase 3. Himmi, Hacko, Zacke, Mint. Halleluja, Zifix, Mari, 17 Mal in den Muschel geschissen, aller Stau, mir legst der Waschklump, verreckt's Blut, Ognagel, der du zuguckst, die scheiß Eiselnoten gibt's, die schaut, dass du schleichst, weißt du, dass sie eine fangst. Das sagst du dir, geht der von den Wahrsein, scheiß, richtig geschissener Haufen, Code-Kahl, trägt den Kassau nicht weg, bringt doch nichts, halt dein Facke futzen, okay, lass mir das. Meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren, am Schluss aussehe, glaube ich, sage ich euch, das jetzt auch so. Tja, was eignet sich denn besser als Merci zum Song, wirklich Aug um Aug? Und alles, was mir da wirklich einfällt dazu ist, ich ziehe meinen Hut vor euch, ich verneige mich, es ist mir stets eine Ehre, sie belustigen zu dürfen. An dieser Stelle, wenn mir jemand vor 16 Monaten gesagt hätte, dass man mir mit Ausnahme so sporischen Sachen hier 20.000 Leute wären, dann hätte ich gesagt, du kehrst da eingesperrt, wo der Honda vor 2 Wochen Ausbruch ist. Ich hoffe, die meisten wissen jetzt, was ich gerade meine. Ich bedanke mich wirklich von ganzem Herzen. Ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende. Vielen Dank, haut euch ein, habe die Ehre.